20:45 Uhr von Düsseldorf nach Dubai mit Emirates. Weiterflug nach Brisbane in Australien, 30.10. 31.10. Weiterflug von Brisbane nach Port Vila Vanu. Anflug auf die Insel Efate, Vanuatu und die Hauptstadt Port Vila. Unterkunft im Melanesien Hotel. Ende Oktober, Anfang November waren wir nach 22.000 Kilometern auf der südlichen Halbkugel angekommen und in den Tropen und im Frühsommer gelandet. Erste Erkundung von Port Vila am 31.10. mit Jean-Pierre Lacoste und Stefan Michel. Am 1.11. nahm Jean-Pierre Lacoste und ich einen Leihwagen, um die Insel Efate zu umrunden. Wir hatten in der Stadt Wolfgang Kohl getroffen, der sich uns angeschlossen hatte. Unsere erste Etappe führte uns in das Naturschutzgebiet des Chief Roy Mata aus dem 17. Jahrhundert. Das Mittagessen fiel ein wenig mager aus mit einer Salade Tahitienne. Das Regenwasser des tropischen Regenwaldes stürzte von den Bergen in Richtung Meer. Hier ein paar fossile Muschelkalkformationen, die vom Vulkan gehoben worden sind. Die folgenden Bilder wurden gemacht an der sogenannten Blauen Lagune, wo sich Süßwasser mit Salzwasser mischte, in einer sehr schön gelegenen Bucht, wo ich zum ersten Mal geschnorchelt habe. Die Waterfront von Port Vila Vanuatu mit der sehr schönen, weiträumigen Bucht. In der Abflughalle des Flughafens Bauerfield in Port Vila am 2.11. 7:10 Uhr mit einer Turboprop-Maschine ATR 71 500 nach Luganville auf der Insel Santo. Ankunft im Aore-Ressort. Das Wetter sollte sich jedoch bald bessern, sodass 16 Uhr vorgesehen war, abzulegen in Richtung Insel Ende. Hier beginnt der eigentliche Segelturn zu den Santa Cruz-Inseln. Nach der Einschiffung auf dem Katamaran Bamboo Free. Die Bamboo Free ist ein 20 Meter langer Katamaran mit 10 Meter Breite. Er wurde 2002 von dem Architekten Joubert entworfen und gebaut auf der
Werft von Marque Pintar in La Rochelle. Das sind unsere Stationen. Nende, Utopua, Utopua, Vanikoro, Tikopia. Wir legten bei Schwachwind los unter Großsegel und Genaka. Der Wind nahm aber sehr schnell zu, sodass wir sehr gut Strecke machten. Wir wollten in 2 Nächten und 1 Tag zum Ziel der Insel Nendo kommen. Wir segelten mit durchschnittlich 10 Knoten Geschwindigkeit über Grund. In Spitzen erreichten wir 12 Knoten. Hinter Jean-Pierre Lacoste die Torres-Inseln etwa auf einem Drittel der Strecke. Im Groß war in der Nacht das Auge des ersten Riffs gerissen, sodass wir nur noch mit verkleinerter Großsegelfläche fahren konnten. Auch wurde der Genaka durch die kleinere Genua ausgetauscht. Klaus Hüppendahl, unser Expeditionsleiter, mit Jean-Pierre und Adrienne Luft. Gegen Mittag des 4. November erreichten wir die Graciosa-Bucht auf der Insel Nendö und hatten erste Kontakte mit den Einheimischen. Hier kommt Hilda mit ihren Schützlingen, die Dorfschullehrerin, die Dorfhonoration, und Stefan Michel zeigt den Kindern Bilder auf dem iPad. Auf dem Landgang erworbene 2 gelbflossen Thunfische, die zu einem herrlichen Sashimi verarbeitet wurden. Nach dem Einklarieren am 5. November in die Solomon Islands und sollte unsere nächste Etappe Utopua sein. Wir mussten allerdings so hoch am Wind kreuzen, dass wir den Südostkurs nicht halten konnten. Deshalb entschieden wir uns, in eine südliche Bucht von Nendo zurückzukehren. Nico, der zweite Mann der Mannschaft, und Pascal, der Skipper, beim Ankermanöver. Am Morgen des 7. November lichteten wir die Anker bei schönstem Wetter und verließen diese sehr schöne Bucht in Richtung auf unser nächstes Ziel, Utopua. Wir hatten die Schleppleine ausgelegt. Wir hatten die Tage davor noch nichts gefangen. Gegen 15 Uhr plötzlich der Aufschrei, die Leine.
Eine wunderschöne Dorade-Koryphäne, auf Deutsch Goldmakrele. Oder auf Polynesisch Mai Mai. Gegen 17 Uhr, wir kreuzen bereits in Sichtweite von Utupua, pfiff die Leine noch ein zweites Mal und ein noch viel größerer Fisch, diesmal ein Blue Marlin, ging uns an den Haken. Sönke Bruns, unser Hausveterinär, schnitt dem Marlin ein großes Stück Filet aus dem Rücken. Der Rest sollte als Gastgeschenk an die Dorfbewohner gehen. Nach 11 Stunden strammen Segelns kamen wir in Utupua an, die erste Insel, die wir besuchen sollten, die von den Tikopianern, den Polynesiern, besiedelt wurde. Der 8. November sollte ein Ruhetag sein. Wir lagen ruhig in einer sehr geschützten Bucht vor der Insel Utupua. Wir nutzten die Zeit für die Backschaft, zum Spülen, Saubermachen, Lesen, die Daten sichern auf Fotoapparat und Filmgerät, zum Diskutieren, zum Lesen, zum Musik hören. Und zum ausgiebigen Schnorcheln im 300 Meter entfernten Außenriff.
im Riff, das ich insgesamt dreimal besuchte, zu meinem Vergnügen konnte ich live sehen, wie die Jugendlichen ihre Fische fingen. Und zwar mit einem ganz einfachen Instrument, der sogenannten Hawaiian Sling. Das ist im Grunde genommen ein Stahlspeer, an dessen Ende ein starkes Gummiband befestigt wird mit einem Holzflock zum Greifen. Der Speer wird gespannt, nach vorne mit der Hand festgehalten, auf den Fisch gezielt und dann losgelassen. Diese Fischtechnik ist im ganzen Pazifik verbreitet. Wir Europäer brauchen dafür ganz komplizierte Harpunen. Am Abend hatten uns unsere tikopianischen Gastgeber reichlich mit Langusten versehen, die hervorragend schmeckten. Am 9. November gegen 12 Uhr sollten wir an dem großen Fest im Dorf Nimbau teilnehmen. Die Tikopianer erwarteten uns bereits an der Anlegestelle. Hier treffen ihre Gäste ein, die von Bamboo Free mit dem Dinghy übergesetzt haben. Hier der sorgfältig gekehrte Dorfplatz, wo die Festivitäten stattfinden sollten. An der Anlegestelle liegen einige von den typisch tikopianischen Einbäumen Auslegerbooten. Klaus Hümpendahl sitzt hier mit Alfis, dem Bootsbauer, und seinem Vater Pai Tenui, dem Zimmermann, zusammen und diskutiert über die Lapita-Expedition. Alfis Großvater hatte einst das Tapu Waka, das große Kielauslegerboot, gebaut, das letzte seiner Art, das im Museum von Auckland in Neuseeland zu besichtigen ist und das Klaus Hümpendahl zum Bau der beiden Lapita-Expeditionsschiffe angeregt hatte. Klaus verteilt hier einige der 500 von ihm gesammelten alten Holzpfeifen als ganz Gastgeschenke an die Einwohner. Im Vordergrund stehend Friederike Simmenhofer. Klaus möchte hier gerade ein Gruppenbild machen mit den neuen Pfeifenbesitzern. Madame Nancy Pumpkin aus San Francisco, Paul Anborg, Sönke Bruns, Rike, Pascal, und da läuft Jean-Pierre Lacoste durchs Bild. Im Hintergrund Adrienne Luft.
Hier werden die Speisen der Festtafel aufgetischt, die alle im Imo, im polynesischen Erdofen, gegart wurden, den es im Pazifik schon seit 2000 Jahren gibt, unverändert. Hier wird gerade ein Stück des Schwertfischs in Bananenblättern gewickelt, enthüllt, den wir am Abend des 7. November gefangen hatten und als Gastgeschenk in das Dorf geliefert haben. Adrienne Luft und Jean-Pierre Lacoste in voller Kriegsbemalung. An Speisen wurden serviert Süßkartoffeln, Maniok, Sago, der besagte Schwertfisch. Alfis, der Schiffsbauer und Zimmermann, hält die Begrüßungsrede für die Dorfgemeinschaft. Im Vordergrund in der Kokosnussschale liegt der berühmte Pudding, der polynesische Pudding, der aus Sago, frischen Kokosnussfleisch und in Kokosnussmilch gegart wird. Eine prächtige Kohlenhydratbombe, stark sättigend. Nach der Begrüßungsrede von Alfis stellte Klaus Hümpendahl die Mitglieder der Mannschaft vor. Zum einen den Skipper Pascal, links und in der Mitte Nico. Und nicht zuletzt Friederike, genannt Rike, die Seele von Bamboo Free, die uns auf der ganzen Reise bekocht hat. Immer strahlend, immer freundlich, everybody's darling. Anschließend stellte Klaus den Tikopianern die einzelnen Mitglieder der Mannschaft vor, als erstes natürlich Nancy Pumpkin aus San Francisco, unsere Amerikanerin. Klaus sagte über jeden von uns ein paar nette Charakteristika. Als nächstes stellt der Jean-Pierre
Pierre Lacoste vor, der mit Klaus Hübendahl 2008-2009 an der Lapita-Expedition teilgenommen hat. Mit der Lapita-Expedition auf zwei den polynesischen Großbooten nachgebauten Katamaranen hatte Klaus Hübendahl den nautischen, das heißt seglerischen, technischen und navigatorischen Beweis erbracht, dass entgegen der Theorie von Thor Heyerdahl der gesamte pazifische Raum zwischen den Philippinen und der Osterinsel nicht von Westen, von Südamerika aus, sondern von Osten, von Taiwan bzw. Südchina, durch mit den Malaien verwandten Seefahrern besiedelt wurde. Die Reise der Lapita-Expedition startete auf den Philippinen und ging über 4000 Seemeilen und 6 Monate zu den Inseln Tikopia und Anuta, die wir noch auf unserem Segeltörn besuchen sollten. Hier die Ankunft der Lapita Anuta auf der winzigen Insel Anuta. Doch zunächst zurück nach Utopua und der Vorstellung der Segler und Seglerinnen durch Klaus Hübendahl. Hier stellt er gerade Ulrich Graf vor, den Kieferchirurgen, der anschließend für die Einheimischen eine Gratis-Sprechstunde eingerichtet hat. Hier kommt Sönke Bruns ins Bild, unser Veterinär, passionierter Seefahrer, Jäger und Taucher, nicht ganz frei von der Anfälligkeit für Seekrankheit. Hier muss ich leider aus Platzgründen die Vorstellung kürzen. Die drei Tänzer sind bekleidet mit dem traditionellen Wickelrock, der aus der Rinde des Maulbeerbaums hergestellt wird. Tenui, der Zimmermann, bekommt von Klaus und Ulrich eine neue Brille angepasst. Patenui mit seiner Frau. Auf den Inseln leben Melanesier und Polynesier friedlich zusammen. Mit dem abschließenden freundschaftlichen Volleyballspiel in gemischten Mannschaften wurden die Feierlichkeiten beendet und wir mussten uns auf den Abschied vorbereiten. Noch am Abend des 10. November gegen 18 Uhr lichteten wir die Anker, um nach Vanikoro zu segeln. Der Wind pfiff ganz schön und die Nachtfahrt war etwas stürmisch. Der Katamaran rumpelte wie ein D-Zug der 60er Jahre auf ausgeschlagenen Gleisen. Gegen 8:45 Uhr erschien Vanikoro quer ab.
Horst Wickern und Adrienne Luft nach dem Frühstück. Stefan Michel und Uli Graf unterhalten sich während der Backschaft mit Ulrike. Die stürmische Nachtfahrt mit wenig Schlaf hatte wohl alle etwas mitgenommen. Bei Sönke hatte wohl auch die Seekrankheit noch nicht abgenommen. Gegen 6.40 Uhr sahen wir endlich die Insel Vanikoro mit dem ringförmigen Außenriff. Vanikoro ist historisch gesehen die interessanteste der Santa Cruz-Inseln. Ludwig XVI. Rechts beauftragt den Grafen von La Pérouse links mit einer Welterkundung in der Folge von James Cook. La Pérouse bricht am 1. August 1785 von Brest auf und durchkreuzt den Atlantik sowie den Pazifik 2,5 Jahre lang. Von der Botany Bay aus, heute Sydney, 1770 von Cook entdeckt, wird er im Januar 1788 Zeuge der Gründung von Australien. Der letzte Brief an seinen König durch Arthur Philip. Danach gingen die Astrolabe und die Boussole im Sturm von Vanikoro unter. 1828 wurde La Pérouse am Unglücksort dieses Denkmal gesetzt. Wir mussten durch die schwierige Nordpassage navigieren, um zu unserem Ankerplatz in der südlichen Lagune vor dem Dorf Tanema zu gelangen. Wir ankerten unweit der Stelle, wo 1788 die beiden Schiffe La Boussole und L'Astrolabe von de la Pérouse aufs Riff aufgelaufen sind. Am 11. November nachmittags machten wir die erste Erkundung im Dorf Tanema. Der eigentliche Besuch sollte allerdings am nächsten Tag erfolgen. Das mehrstöckige Schulgebäude. Wohlbestellte Felder. Die Vulkaninseln verfügen über einen sehr mineralreichen Boden. Die Wärme führt dazu, dass das ganze Jahr über geerntet werden kann. Aber unter der Bedingung, dass man ständig arbeitet. Wie man sich mit Hibiskusblüten schmücken kann. Die Tikopianer sind seit Beginn des 20. Jahrhunderts anglikanische Christen. Adrienne Luft hat von den Kindern einen duftenden Strauß Frangipanblüten geschenkt bekommen. Wir haben auch noch etwas frisches Gemüse und Obst tauschen können. Hier setzen wir am nächsten Tag mit dem Dinghy zum Dorf über Adrienne Luft neben Klaus Hümpendahl. Im Hintergrund Pascal, der das Dinghy steuert, Horst Wickern und hinter ihm Jean-Pierre Lacoste.
Austwickern hatte sich leicht am Fuß verletzt und musste mit Hilfe einer Mülltüte sich vor dem Salzwasser schützen. Adrienne Luft steigt an Land. Im hawaiianischen Imo, dem Erdofen, werden die Speisen gegart. Auf Vanikoro im Dorf Tanema wurden wir genauso freundlich empfangen wie auf der Insel Utupua. Der Häuptling öffnete seine Hütte für die Gäste und wir durften im Beisein seiner Familie mit ihm essen. Ein solarbetriebener Kassettenrekorder. Häuptlinge 1, 2 und 3 aus Düsseldorf. Der berühmte polynesische Pudding, sehr heiß. Die schöne Krone aus Frangipani-Blüten. Die Vorbereitung des rituellen Tanzes im Wickelrock, dem Lava Lava. Mit unserem Tomana Gurknaben machte ich einen Tausch, seine Krone aus Frangipan gegen meine Kappe.
Auf der Rückfahrt zur Bamboo Free, Nico am Steuer, Adrienne Luft, Horst Wickern und Jean-Pierre Lacoste, natürlich Nancy Pumpkins. Und Volkert Heinrichs. Am 13. morgens legten wir von Vanikoro ab, fuhren den Tag über, segelten die Nacht hindurch und waren am darauffolgenden Morgen um 8 Uhr vor Anuta, der kleinsten Insel des Santa Cruz Archipels, mit einem halben Quadratkilometer Grundfläche für 300 Einwohner in 23 Familien. Da Anuta über keinen Ringriff und demnach auch über keine schützende Lagune verfügte, gestaltete sich unsere Überfahrt zur Insel sehr schwierig. Wir mussten zunächst mit dem Dinghy an eine Stelle fahren, wo uns die Einwohner mit ihren Auslegerkanus abholten. Die Brandung war ziemlich stark. Hier liegt die Lapita Anuta, der zweite Katamaran, den Klaus Hümpendahl nach seiner Expedition 2008-2009 den Einwohnern geschenkt hatte, damit sie ihre Kranken zu der Nachbarinsel bringen konnten. Anuta, das winzige irdische Paradies, liegt wie eine Stecknadel im Heuhaufen des immensen Pazifik versteckt. Wir wollten die Einwohner und ihre Lebensart etwas näher kennenlernen. Ein Mann bereitet die geriebenen Maniokwurzeln vor. Die Jugendlichen tragen zum Teil noch den traditionellen Lendenschurz aus der Baumrinde des Maulbeerbaums, genannt Lava Lava.
Am Wegesrand Bananenstauden, frische Ananas und andere Kulturpflanzen. Unsere netten Führerinnen zeigten uns den Weg zum Aufstieg des Hügels und verabschiedeten sich. Sehr freundlich. Auf der Insel gab es eine Unzahl von Booten, die unter Palmstroh gut versteckt und konserviert waren. Man merkte daran, dass der Fischfang die Hälfte der Ernährung der Einwohner darstellte, neben den landwirtschaftlichen Produkten. Die Bewohner der Insel lebten demnach auf der Kulturstufe der frühen Steinzeit. Hier sieht man, dass die Insel geschützt werden musste durch eine hohe Korallensteinmauer, hinter der Sand aufgeschüttet wurde. Darauf baute man den Dorfplatz, die Hütten und die Lagerstätten. Im Vordergrund läuft Horst Wickern, der trotz seiner beschädigten Hüfte die Insel ausgiebig erkundete. Boote, Boote und nochmals Boote. Einige Familien halten sich auf Anuta, Fregattvögel als Haustiere, die eleganten Flieger der Lüfte. Diese Dorfmauer soll vor den stürmischen Wellen schützen, aber auch vor der Klimaerwärmung. Alles, was unsere westliche Zivilisation ausmacht, hatten die polynesischen Tikopianer nicht. Keine festen Steinhäuser, keinen elektrischen Strom, demnach kein Fernsehen. Keine Polizei, keine Bank, demnach keine Geldwirtschaft, keine Geschäfte und keinen Reichtum. Was sie hatten, waren die Natur, den Pazifik, die Sonne, ein gleichbleibend warmes Klima, Fische und Meeresfrüchte, frisches Obst und Gemüse das ganze Jahr über, ein oder zwei T-Shirts und Shorts. Die Inselbewohner hatten ein ausgeglichenes, freundliches, neugieriges, offenes Wesen. In der polynesischen Kultur spielt das Flechten von Matten eine besondere Rolle. Diese hier wird fein gewebt aus den Blättern der Sago-Palme.
Wir hatten auf unserem Rundgang einen männlichen und zwei weibliche Führerinnen gewonnen. Hier einen Ruheplatz aus weichstem Korallensand. Unser Führer pflückte ganz frische Kokosnüsse, deren Milch hervorragend schmeckt und Durst löscht. Unsere Führerin im Vordergrund gehörte mit glatten Haaren zu den tikopianischen Polynesiern und die Führerin im Hintergrund zu den melanesischen Ureinwohnern. Nach der Milch wurden die Kokosnüsse aufgeschlagen und mit einer Schärpe das frische Kokosfleisch gegessen. Der Aufstieg auf den Hügel war in der Mittagssonne sehr beschwerlich und strapaziös. Dafür war aber die Aussicht von oben umso überwältigender. Die Inselbewohner waren fast autark und autonom. Sie lebten vom Fischfang und von der Landwirtschaft. Sie lebten naturnah und gingen mit ihren Ressourcen sehr schonend um, belasteten die Umwelt kaum. Sie teilten, was sie hatten, auch mit den Gästen. Alles Nötige tauschten sie untereinander. Hier begegnen wir Frauen bei der Feldarbeit im Maniokgarten. Gott und die Regierung behüte die polynesische und melanesische Kultur und Lebensart auf den Inseln. Erhalte die Unschuld ihrer Bewohner und bewahre sie in ihrer Abgeschiedenheit so lange wie möglich vor dem Massentourismus der Kreuzfahrtschiffe. Hier ist der Bella Vista Platz auf den Vulkanfelsen unter den Yucca-Sträuchen.
An der Kuppe des Hügels konnte man auf die andere Seite der Insel schauen. Im Hintergrund liegt die Bamboo Free. Am Abend noch lichten wir von Anuta ab, um die Nacht durchzusegeln. Am Morgen des 15. November kamen wir vor Tikopia an. Nach dem Frühstück wollten wir mit dem Dinghy zur Insel übersetzen und dort den ganzen Tag verbringen. Die Jugendlichen der Insel erwarteten uns wie gewöhnlich. Wir begannen den ausführlichen Rundgang durchs Dorf. Die Toten liegen nahe bei den Lebenden. Ein Papayabaum. Die Hütten bestanden aus natürlichen Baustoffen wie Holz und Palmstroh. Die Dächer waren niedrig heruntergezogen, um dem Wind bei Taifunen möglichst wenig Widerstand zu bieten. Der große, schattige Dorfplatz mit der Ventilation vom Meer. Adrienne Luft hat in ihrem Rucksack alles, was Kinderherzen begehren: Luftballons, Stifte, Seifenblasen, Bonbons. Hier lag die zweite Lapita Voyage, die Kopia, die Klaus Hübendahl den Einwohnern geschenkt hatte, am Strand.
auf dem Weg zum Vulkankratersee durch die Gärten und Felder der Dorfbewohner. In diesem Vulkanfelsen nisteten die Könige der Lüfte, die Fregattvögel. Die Caldera war das Auffangbecken für den reichhaltigen Regen der Tropen, darüber hinaus auch sehr fischreich und für die Versorgung der Einwohner mit Süßwasserfischen unverzichtbar. Am Morgen des 16. November lichteten wir um 6.30 Uhr den Anker und fuhren in 2 Tagen und 2 Nächten nach Efate, das heißt nach Port Vila, unserem Ausgangspunkt, zurück. Dort sollte die Reise enden. Wir segelten die 330 Seemeilen bei einem Kurs von 184 Grad. Adieu, Tikopia, unsere letzte Insel mit den freundlichen polynesischen Einheimischen. Am 18. gegen 14 Uhr Anker und Landfall in der seeschönen Bucht von Port Vila, Vanuatu. Gegenüber der Insel Tririki, wo im Ressort mit Pascal, Nico und Rike den Abschied gefeiert haben. Abschiedsessen im Baywatch mit Klaus, Horst und Adrienne. Am 19. Besuch im Nationalmuseum von Vanuatu mit schönen Krügen der Lapita-Kultur. Einige historische Großkatamarane hochseetüchtig. Dabei denke ich mit besonderem Dank an Klaus Hümpendahl, der uns diese beispiellose Reise ermöglichte. Das folgende Musikstück, gespielt vom Direktor des Nationalmuseums in Port Vila, und dieser Film sind Klaus Hümpendahl, dem großen Freund der Polynesier im Südpazifik, gewidmet.